So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt das genauso wie der Bill gemacht, ne? Aber allerdings haben wir das Bandana da ja, vorne in der Mitte gefilmt. Wir haben das jetzt einfach so aufgedreht wie in dem Film von dem Bill und haben ja und fangen jetzt an und färben die Sachen ein, ne? So, wir haben natürlich nicht die Farben wie der Bild, sondern wir haben hier von Javana Farben bei Amazon bestellt. Die sind in, also wir haben bestellt Schwarz, Kobaltblau, Rot, Orange und Gelb. Ne? Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Also wir haben, Schwarz ist ja keine Farbe, Schwarz ist ja nur ein Ton. Wir haben eigentlich nur 1, 2, 3, 4 Farben und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann machen wir immer im Wechsel. Ne? Wir machen dann im Prinzip von Rot nach Blau können wir machen und dann können wir über Orange nach Gelb gehen. Und dann müssen wir eigentlich wieder mit Rot anfangen, damit das nicht schmierig wird. Und dann können wir zu Blau gehen. Ne? So, dass die Farben sich dann schön miteinander vermischen. Ne? Wenn ich jetzt Orange und Blau mische, ne? Dann habe ich natürlich dann hab ich ein Problem, weil das könnte schmutzig werden. Aber wir werden das Ganze dann ja am Ende sowieso schwarz überfärben. So, und dann überlegen wir uns, wie wir das jetzt machen. Filmst du einfach, was ich hier mache, ne? Ich mache nämlich jetzt die Packung auf. So, wir haben die Farben kommen hier in so einem kleinen. Filmst du das, Max, oder? Ja, ich will es filmen. Ich brauche was ein Abstellen. Warum? Dann Halt's nur kurz, weil ich bin gleich fertig. So, guck mal, ich habe die Farben hier drin und die sind in so einem Beutel. So, und was ich jetzt einfach mache, ich nehme jetzt einen Teelöffel aus jedem Beutel und mache das in ein Schnapsglas und dann gießen wir das einfach da drauf, hier, ne, auf die einzelnen Flächen. So, stopp mal die Kamera. Hier? Ja? So, jetzt haben wir uns das hier schön sauber aufgestellt. Hab ich gemacht Ja, und jetzt, um zumindest. das mal zu testen, nehmen wir jetzt für jedes Könnte ich noch bitte sagen, welche Glas. Farbe es sind alle Okay, geben? welche Farbe ist das? Orange, gelb, Das ist schwarz, blau. schwarz, rot, blau. Okay, soll ich mit Orange anfangen? Nee, ist egal. Nur jetzt machen wir Rot. in jedes, machen wir einfach mal, um das zu testen, Wasser. einfach Ein Schnapsfarb. schwarz. Wir haben zwei schwarze. Mach schon mal einfach mal. Zack. Die Farben, das sind ja eigentlich Farben, das muss warm sein. Jetzt müssen wir mal gleich mal überlegen, wie wir das warm machen. Ich weiß schon wie. Ich weiß, wir packen das in eine Plastiktüte und machen einfach warmes Wasser. Ne? Alle Farben? Wenn es dann fertig ist, ne? So, jetzt Schnitt. Hier? Ja. So. Jetzt haben wir. So, jetzt nehmen wir das Ding und legen uns das hier auf die Spüle. Komm. Mal filmen wir es mal. So, da legen wir es hin. Ne? So, jetzt Okay. mal einmal so von oben, dass man da so drauf gucken kann. So, cool. Ne? So, und jetzt machen wir einfach Folgendes. Stopp. So, weiter filmen. Und jetzt nehme ich fange an mit Rot. Okay, fangen wir mit Rot an. Rot. Das ist blau, glaube Nee, ich. das ist. Das ist blau. Okay, fangen wir. Mit Dann machen blau. wir. Warte mal, wir machen immer in der Reihe. Blau, Rot. Und von Rot können wir nach Orange gehen. Und von da. Oh, guck mal hier. Wir müssen die erstmal umrühren. Das Ding vielleicht. Die löst sich gar nicht auf, die Farbe. Hätten wir. Doch, jetzt löst sie sich. Kennst du das? Ja, schön, die ganze Zeit. Noch mal hier noch Licht an. Ja, jetzt würde ich mal sagen, kräftig rühren, ne? Damit ich das auch gut verteile. Da ist ja auch dieses Salz drin. Na, ich hätte besser heißes Wasser genommen. Aber ich wollte das ja jetzt im Nachhinein. So, jetzt fangen wir hier an und machen hier einfach mal. Nee, das geht schon mal nicht.
Also brauche ich so eine Pipette. Pipette also. Ich habe hier so eine Spritze irgendwo gehabt. Oh. 51, 52, 53. Schau mal die Kamera. Okay. Genau. So, was wir jetzt machen, wir haben jetzt hier, sind hier einmal rum und dann drehen wir das um. Und ich habe die Spritze schon mit Rot geladen und machen auf die blauen, überall wo blau ist, machen wir Rot drauf. Ne? Und das machen wir dann von der anderen Seite. Das gleiche Spiel. So, und jetzt kannst du die Kamera anhalten. Also haben wir das jetzt hier reingepackt und einfach in heißes Wasser reingehängt. Ne? Fertig. Also das so für circa 10 Minuten. Ich darf es jetzt nur nicht nochmal warm werden lassen. So, und dann haben wir es rausgeholt und zerschnitten. Ne? Und hast du? Ja. Filmt? So, und so sieht das Teil dann aus. Dadurch, durch die Hitze ist die Farbe jetzt an den Stellen fixiert. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe es teilweise mit heiß ausgewaschen, sonst wären diese Stellen hier richtig schön weiß auch. Ne? Man darf, muss es dann fixieren mit der Hitze und dann kalt die Farbe rauswaschen. Ne? So, das ist jetzt unser erstes Bandana. Für Max leider zu groß, ich werde es ihm dann ein bisschen kleiner machen. Und ja, jetzt tun wir es erstmal auf die Hand.